Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Resident Evil. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben, meine lieben Leute. Und was haben wir im letzten Part so Schönes erlebt? Nichts Tolles jedenfalls, würde ich mal so sagen. Beim letzten Part sind neue Gegner aufgetaucht. Statt den Zombies sind jetzt die sogenannten Hunters hier unterwegs. Also die Hunters, ja. Hunter werden die genannt, ja. Und diese Dinger sind echt stark und echt scheiße und echt gefährlich und echt gemeingefährlich und echt kacke und echt beschissen. Also, kann man nicht anders sagen. Im letzten Part durften wir schon welche davon kennenlernen. 3 Stück. Ja. Ich hoffe, euch hat das gefallen, diese Bekanntschaft mit denen zu machen. Denn das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, denn die sind jetzt, so gut wie überall, würde ich mal so sagen. Also, statt Zombies sind jetzt diese Viecher da. Das ist natürlich nicht so schön. Soll ich das Gewehr zusätzlich noch mitnehmen oder wie soll ich das sehen? Das muss reichen. Ich muss einfach nur aufpassen. Einfach nur aufpassen, dass ich nicht hier voll getötet werde. Und dass ich diese Dinger so gut wie möglich treffe, wenn sie auf mich losgehen. Ja, im letzten Part haben wir hier schon welche gekillt. Aber ich glaube, oben sind auch noch welche. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe Angst. Alter, jetzt hat mich das Gewitter erschrocken. Nee, hier ist keiner. Hier ist kein Hunter zu sehen. Was ich auch gut finde. Aber trotzdem. Warte mal. Das ist der Hausschlüssel. Was für ein Symbol ist denn da drauf? Keine besonderen Merkmale. Ein Helm ist... der Helmschlüssel, genau. Ich weiß gar nicht, ob man deswegen jetzt... Ob man jetzt dadurch diese eine Tür kann, die hier, glaube ich, verschlossen ist? Glaube ich. War die verschlossen, oder? Ah, okay, die war verschlossen. Dann können wir jetzt durch. Ich hoffe, uns erwartet nichts Böses. Ich habe Angst. Oh. Okay, hier wird uns wohl, denke ich mal, nichts Böses erwarten, weil diesen Raum kenne ich. An den Raum erinnere ich mich noch. Alter. Müsste mich so erschrecken. Stimmt ja, diese Wände. Dieser Raum ist echt extrem gemein. Denn diese Wände verschieben sich einfach und wenn wir einfach da stehen bleiben würden, würde uns diese Wand zerquetschen. Obwohl das schon eine ziemlich dünne Wand ist, aber man weiß ja nie, wie aus was für Material das gebaut ist. Ne? Wahrscheinlich auch aus Beton oder Stein oder keine Ahnung was. Okay, schieben wir das einfach mal. Schieben wir das einfach mal dorthin, dann kann es uns jedenfalls nicht zerquetschen. Genau. Ganz genau. Eigentlich müsste diese Wand... Ich habe ein bisschen Angst. Okay, nur weiter kann ich das nicht schieben. Boah, diese Wand... Hört ihr das Geräusch? Diese Wand will uns zerquetschen. Es will aneinander klappen. Oh mein Gott.
Eigentlich müsste die Wand, die Statue jetzt voll kaputt zerbrechen, weil die Wände einfach zu stark sind. Aber auch irgendwie nicht, weil die Wände sind ja eigentlich doch schon etwas dünn, würde ich mal so sagen. Würde ich doch glatt mal so behaupten. Jetzt sollten wir uns beeilen, Genau. Komm. Beeil dich, Chris. Jetzt schnell. Schieb. Schieb. Schaffst du, Chris. Yeah. Somit haben wir dieses Rätsel gelöst und diese Wände bleiben jetzt auch da, wo sie sind. Oh, guck mal. Schöne Bilder. Obwohl, so schön bestimmt auch nicht. So schön garantiert auch nicht. Okay. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was hier so ist. Hier ist nichts. Oh doch, hier ist ein Dolch. Den können wir auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Was ist hier? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Vor ihren Füßen ist ein Loch. Sie können nicht weit hineinsehen. Hinabsteigen? Ja, warum nicht? Oh mein Gott, Leute, wo sind wir hier? Oh, ein Buch. Letztes Buch. Band 1 mitnehmen. Warum Band 1, wenn es das letzte Buch ist? Oh mein Gott. Was ist denn das? Das wollen wir doch gleich mal untersuchen. Was bedeuten die Wörter auf dem einen Band? Keine Ahnung. Oh! Es war eine Medaille im Buch versteckt. Adlermedaille. Gefunden im letzten Buch, Band 1. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Das ist eine gute Frage. Was steht hier? Keine besonderen Merkmale. Okay. Obwohl hier irgendwas eingraviert ist, aber das können wir nicht lesen. Schade aber auch. Was ist denn hier? Ein Grab. 29. November 1967. Ich kann nicht weit entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen voller Formaldehyd und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Mein Gott. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen, aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor. Es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinne. Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. 30. November 1967. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. 31. November 1967. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse. Aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab. Und tief in den Stein gemeißelt mein Name. George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen.
George Trevor. Oh, der arme George. Der arme George. Mein Gott, ich kann nicht mal George aussprechen. Ein Name ist in den kleinen Grabstein eingraviert. George Trevor. Da ist ein Schalter. Drücken. Ja, können wir machen. Warte mal, er hat diesen Schalter nicht gesehen, um zu entkommen oder was? Ich meinte... Oder ist er hier dort drin vergraben worden? Keine Ahnung. Glaube ich weniger. Weil George Trevor haben wir ja schon gesehen. Der wurde ja woanders vergraben. Oder zumindest er wurde in einen anderen Sarg gelegt. In einer anderen Kammer. Obwohl hier sein Grab ist. Lol. Ich glaube, ich möchte nach oben. Ich habe irgendwas... Obwohl, nein. Ich glaube, ich möchte doch nach unten, weil ich glaube, ich weiß doch, was das war. Ich glaube, das waren nur blöde, eklige Spinnen. Ja, es sind nur Spinnen. Alter. Hau bloß ab. Boah, wie die dann auch noch zucken, ey. Ich glaub's ja nicht. Das ist so ekelhaft. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Alter. Komm, ich baller dich weg. Und ich hab sie alle weggeballert. Voll die Munitionverschwendung eigentlich. Glaube ich. Aber trotzdem, ich möchte einfach vor diesen Dingern sicher sein. Okay, da müssen wir jetzt kurz ein bisschen warten, würde ich mal so vorschlagen, weil man sieht bei der Spinne, die sprüht, auch wenn sie tot ist, noch Gift aus. Und das, und wenn wir das abbekommen, sind wir wieder vergiftet und das möchte ich nicht. Ich möchte keine giftige, schleimige Säure von einer Spinne abbekommen, die mich vergiften kann. Obwohl Säure, ist das überhaupt Säure? Keine Ahnung. Warum labe ich da nicht so eine Scheiße? Darf ich jetzt durch? Ich hoffe doch. Danke. Alter, wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? Was ist denn hier? Da ist ein Zettel. Da ist eine Karte von Haus K1. Vielleicht Keller? Oder so? Keine Ahnung. Mitnehmen? Ja. Können wir machen. Können wir machen. Geil. Sie haben die Karte von Haus K1. Also vielleicht Keller 1. Keller 1. Wir haben Keller 1 gefunden. Wenn es Keller 1 ist oder wenn es Keller 1 überhaupt bedeuten soll. Oh ja, dankeschön, dankeschön. Dieser Keller bereichert mein Leben. Im Karton liegt der Rückenpanzer einer Spinne. Jee. Na lecker. Das ist doch lecker. Das muss sich lohnen, da reingeschaut zu haben, nicht wahr, Chris? Das wird sich doch garantiert gelohnt haben. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir hier rauskommen. Aber ich glaube, ich möchte auch schnell wieder weg. Oder auch nicht. Ich höre Zombies. Aber ich weiß nicht von wo. Jedenfalls weiß ich, dass einer näher kommt. Ich höre es. Und ich habe Angst. Von wo kommt ihr? Ah. Okay, ich glaube, ich sollte meine Schrote rauspacken.
Yeah. Wo ist der nächste? Yeah. Wenigstens ist er schon mal tot. Muss ich mir um den keine Sorgen mehr machen. Obwohl, vielleicht doch. Ja. Oh, geil, ich kann das doch nehmen. Wusste ich gar nicht. Ach ja, doch, wusste ich wohl. Nee, wusste ich nicht. Ich hab vergessen, dass bei der Schrot hier 10 reinpassen. Also ist alles cool. Alles ist perfekt. Ach, was mache ich denn da für eine Scheiße? Wie kann ich das nicht kombinieren mit dem oder was? Willst du mich verarschen? Warum kann ich das nicht kombinieren? Na, dann nicht. Dann nicht. Ein Dolch. Das ist doch mal schön. Hä? Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier eigentlich? Oh, ich glaube doch. Ich glaube, diese Tür kenne ich irgendwoher. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Ich glaube, ich weiß, wo wir da wieder rauskommen. Ich glaube. Ja, genau hier. Genau hier, liebe Leute. Da! Hi! Bams! Leider nicht tot, schade. Hier hat sich auch nichts Großartiges verändert. Alles gleich geblieben und Munition, eine Patrone verschwendet. Für ein Zombie. Warum tue ich das eigentlich? Warum tue ich das? Warum tue ich mir das jedes Mal an? Ich weiß es nicht. Bitte fragt mich nicht. Ich werde euch diese Frage nämlich nie beantworten können. Nie. Nie im Leben. Das sieht nach der Stromversorgung für den Aufzug aus. Ah, die Hauptsicherung ist durchgebrannt. Auswechseln kann man das. Die Stromversorgung scheint wieder zu funktionieren. Ja, kann man. Geil. Wie cool ist das denn? Ja, dann würde ich mal sagen, können wir, glaube ich, mit dem Aufzug fahren oder was? Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist doch mal nice. Das ist wirklich nice. Ich dachte schon, der hätte sich schon zum Crimson Head verwandelt. Bei dem habe ich irgendwie das Gefühl, dass... Nee, der steht nicht auf, glaube ich. Nee, ich glaube nicht, dass der aufsteht. Ich glaube, das ist einfach nur eine Leiche. So wie Kenneth. Kenneth, der auch getötet worden ist, der liegt ja bis heute ja da herum, anstatt zum Zombie zu mutieren oder sowas. Naja, dann fahren wir mit dem Aufzug. Und gucken, wo uns das hinführt. Wobei ich irgendwie Angst hab. Und wenn wir wieder wir werden stürmisch mit Zombies begrüßt. Na, du Penner. Bam! Das hat sich gelohnt. Von wo kommt der nächste? Wer möchte die nächste Ladung? Was habe ich? Habe ich hier noch? Oh, ich habe noch einen Dolch. Okay, alles cool. Aber von wo kommt der nächste? Wo
Wo ist denn der nächste? Ach, hier. Was geht? Was geht ab? Und BAMS! Oh, BAMS? Okay, der wird vielleicht doch nochmal aufstehen, schade. Wirklich sehr schade. Eine asiatisch anmutende Bildrolle hängt an der Wand. Das Bild selbst ist jedoch im abendländischen Stil. Das ist doch schön. Wo kommen wir eigentlich hier hin? Der Türgriff ist kaputt. Oh, schade. Er will sich wohl nicht öffnen lassen. Naja, dann haben wir Pech. Dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Ey, wartet mal. Kommt das mir so vor oder sieht man schon, wie die so langsam mutieren, diese Zombies? Guckt euch den mal genauer an. Also ich habe das stark in Erinnerung, wenn ich jetzt durch irgendeine Tür gehe und dann wieder rausgehe, dass der schon zum Crimson Head mutiert ist. Irgendwie habe ich schon stark diese Befürchtung. Oder? Wird er schon langsam rot? Ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass ich jetzt irgendwie paranoid werde und mir das gerade total einbilde. Aber es kommt mir irgendwie ein bisschen so vor. Und das allein schon finde ich echt creepy. Ich gehe erstmal hier rein. Und schaue, was hier ist. Was hier abgeht. Was geht hier ab? Wow, hier haben wir ganz viel Zeugs. Was wir aber nicht einsammeln können, da wir... Oh, außer die Blendgranate. Die können wir auf jeden Fall einsammeln. Das ist sehr schön. Das Regal ist voller eingestaubter... Was? Requisten? Oder was? Keine Ahnung, was das heißt. Hirschgeweihe. Alles klar. Mehr Objekte könnten sie nicht tragen. Okay, das ist schade. Also müssen wir jetzt eh raus. Mal gucken, ob uns dieser Crimson Head jetzt schon begrüßen wird. Oder ob der noch kein Crimson Head ist. Das sehen wir ja dann, weil wir die Schritte hören. Doch nicht. Aber ich habe irgendwie Angst. Wirklich, es sieht schon... Oder es kommt vielleicht nur durch den Licht, dass er jetzt so stark danach aussieht, als würde er jetzt schon richtig schnell zum Mutieren oder sowas. Kann auch sein, dass ich mich einfach nur irre und einfach nur paranoid werde. Kann natürlich sein. Oh, ich höre einen Zombie. Ah. Möchte ich hier durch? Ich weiß nicht. Möchte ich hier durch oder möchte ich nicht hier durch? Wo möchte ich durch? Ich gehe einfach mal hier durch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der alte Crimson Head hier noch lebt. Und hier sein Unwesen treibt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Uah, wie gut, dass ich schnell weg war. Oh mein Gott, ich dachte, der wäre weg, aber nein, der lebt noch. Werde ich dafür jetzt von anderen Leuten begrüßt, wie die Hunters oder sowas? Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Geil. Obwohl, würde ich jetzt diesen Korridor da hinten lang gehen, wo man noch weiter hin kann? Wo man noch weiter hinlaufen kann? Da waren wir ja schon mal öfters. Dann würden wieder Hunters auftauchen. Das möchte ich nicht. Ich glaube, ich werde deswegen da nicht lang gehen. Deswegen finde ich, es ist ein guter Zeitpunkt, den Part hier zu beenden.
und zu speichern. Ach, ist das schön, wenn man sowas kann. Oh mein Gott, ich muss aber ehrlich aufpassen. Ich habe nur noch 4 Farbbände. Ich muss aufpassen mit der Scheiße. Ich muss aufpassen, sonst habe ich irgendwann die Arschkarte meines Lebens. Wartet mal. Ach, was mache ich denn da? Ich möchte einmal das hier haben. Genau. Und das da. Dann möchte ich das einmal verbinden. Kombinieren. Nicht mit dem Feuerzeug, du Idiot. Sehr schön. Dann kann das wieder zurück. Und dann brauche ich einmal das. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht so spannend, aber... Sorry, gehört dazu. Das müsst ihr ertragen. Und wenn ihr es nicht erträgt, dann seid ihr richtige Pussys. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nein. Wenn man es langweilig findet, findet man es langweilig, ne? Man kann ja einen nicht dazu zwingen. Ich zwinge euch jetzt dazu, das anzuschauen. Nein, Spaß, tue ich nicht. Tue ich nicht. Möchte ich auch nicht. Ich möchte ja, dass ihr Spaß an diesen Videos habt, egal ob sie langweilig sind oder nicht. Ach ja, stimmt. Windwappen. Und warte, was war das andere? Ah nee, das war glaube ich was anderes. Oder? Irgendwo muss man doch noch die anderen Dinger kriegen, da kann man doch mal irgendwo zurück zu diesen einen Grabsteinen und sich die Magnum holen. Ja, man kann sich hier noch eine Magnum holen und die möchte ich holen. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt irgendwie verpasst habe oder so. Ich hoffe ja nicht. Wenn doch, bin ich ziemlich dumm. Ich hoffe es einfach mal nicht. Und ich wollte... speichern. Oder will ich speichern? Nein, ich speichere jetzt noch nicht. Noch lebe ich ja noch, obwohl... Ich sollte mich heilen. Ich sollte mich wenigstens heilen. Heilen sollte ich mich schon. Obwohl, ich nehme nicht das für den Fall, dass ich mal vergiftet werde. Warum sollte ich dann das nehmen? Ich nehme einfach die Erste-Hilfe-Spray und dann ist alles wieder cool. Verwenden und schon bin ich wieder geil. Cool und gut drauf hier. Leute, damit bedanke ich mich herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Und im nächsten Part geht es weiter mit Let's Play Resident Evil. Bis zum nächsten Mal. Ciao!